Strohmanns Fabrik ist ein soziokulturelles Zentrum und wir haben die Besonderheit, dass wir im ländlichen Raum arbeiten. Das bringt natürlich einige Besonderheiten mit sich und vor allen Dingen auch so in der täglichen Arbeit. Von daher vorab gesagt, wenn so experimentelle Formate an uns herangetragen werden, auch von außen, freuen wir uns natürlich immer, weil das natürlich so Themen sind, die ansonsten in dieser Stadt ohne uns vielleicht gar nicht vorkommen würden. Und dann verstehen wir uns natürlich auch als Haus für Vielfalt, Ort für Kultur und Begegnung. Und ich denke, immer da, wo Begegnung stattfindet, wo Vernetzung da ist, entsteht ja auch Inspiration, entstehen Möglichkeiten. Und ich glaube, wir sind auch immer, verstehen uns immer auch als Möglichmacher. Und von daher ist so eine Künstlerresidenz, finde ich, ja, die perfekte Möglichkeit, Dinge tatsächlich zu erschaffen und möglich zu machen. Von daher freuen wir uns total, dass die beiden hier ja ihre Produktionsheimat jetzt gefunden haben in den letzten beiden oder in den letzten 5 Tagen, wenn es ja schon. Ne? Ja, das Förderprogramm ist ja relativ kurzfristig aufgelegt worden. Von daher ist natürlich so, musste man natürlich flexibel reagieren. Das ist uns nicht neu. Die Anforderung war natürlich irgendwie zu schauen, wie kann man die Nutzungszeiten, die beiden natürlich brauchten, jetzt auch hier in den Tagesbetrieb integrieren. Das setzt so eine gewisse Flexibilität von beiden Seiten voraus und von daher war das von den Anforderungen her jetzt in der Kürze der Zeit nicht so enorm. Wir haben das möglich gemacht. Der Raum ist nicht 24/7 nutzbar, das ist so. Es gibt im Vormittagsbereich und vor allen Dingen in den Abendstunden sehr viele unterschiedliche Nutzungen. Oder haben wir es möglich gemacht für die beiden, das hier einzurichten. Außerdem haben wir die Möglichkeit, mit einer kleinen Unterbringungsmöglichkeit, einem kleinen Apartment, die beiden auch hier direkt am Haus zu haben. Auch das war jetzt gerade in dem Zeitraum super möglich. Flexibilität ist da wichtig, denke ich. Also für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass solche Förderprogramme tatsächlich auch noch mal größer gedacht werden. Dass der ländliche Raum mitgedacht wird, finde ich großartig, ganz klar. Kultur findet hier genauso gut statt, auch wenn sie vielleicht einen anderen Background hat und anders aufgestellt werden muss von solchen Zentren, wie wir es sind. Wir haben andere Arbeitsbedingungen wie in den großen urbanen Zentren. Ich finde Künstlerresidenzen für jede Kunst- und Kulturgattung eigentlich ein wichtiges Fördermittel. Sie fördert ja doppelt. Das ist so über diese Win-Win-Situation hinaus, finde ich aber, dass es einfach Impulse gibt, die man noch gar nicht abschätzen kann, wo ich mich freuen würde, wenn tatsächlich über diese Residenz auch unser Haus tatsächlich noch einen breiteren Bekanntheitsgrad. Das